Hi liebe Leute und willkommen zu Kochs Vegan und danke fürs Einschalten. Heute habe ich eine exotische Suppe für euch und zwar eine Spinat-Kokossuppe. Dafür habe ich hier 3 bis 4 mittelgroße Kartoffeln in solche kleinen Stückchen geschnitten und eine Süßkartoffel in genau dieselbe Größe und eine Zwiebel. Damit fangen wir jetzt erstmal an. Als erstes schwitze ich jetzt erstmal die Zwiebeln in etwas Olivenöl an. So, rein mit den Zwiebeln und schön glasig anschwitzen. Dann könnt ihr die Kartoffeln dazugeben. Und die Süßkartoffeln auch gleich dazu. Wenn die Kartoffeln anfangen, sich auf den Boden abzusetzen, gebt ihr einfach etwas Wasser dazu. Ungefähr bis zur Hälfte. Und lasst das Ganze auf kleiner bis mittlerer Stufe vor sich hin köcheln. Dann habe ich hier etwas Tofu in kleine Würfel geschnitten. Und mit ungefähr einem Esslöffel Sojasauce ein bisschen mariniert. Noch eine Prise Salz dazu getan, das Ganze untergerührt und ein bisschen stehen lassen, damit es durchzieht. Und ich habe hier noch etwas Kichererbsenmehl. Und den Tofu gebe ich jetzt nach und nach in das Kichererbsenmehl und ich paniere ihn einfach damit. Wenn das Fett heiß ist, gebe ich den Tofu einfach in die Pfanne. So, wenn die Tofuwürfel braun genug sind, stelle ich sie einfach beiseite. Wenn die Kartoffeln jetzt schon weich sind, kann ich die Platte einfach ausmachen und kann das Ganze schon mal würzen. Etwas Salz. Pfeffer nach Belieben. Bisschen Muskatnuss, am besten frisch geriebene. Dann kommt noch eine Knoblauchzehe rein. Die könnt ihr entweder klein hacken oder einfach in feine Scheiben schneiden. Dann kommt der Spinat rein. Und ein guter Schluck Kokosmilch. Das Ganze rühre ich jetzt einmal einfach durch. Mache dann den Deckel drauf und lasse das ohne Hitzezufuhr noch ein paar Minuten durchziehen. So, nach etwa 5 Minuten kann ich dann die Suppe auffüllen und gebe dann auch wirklich kurz vor dem Servieren die Tofu-Croutons dazu. So, wie ihr seht, kann man auch ganz leicht ausgefallene Suppen machen. Ich jedenfalls lasse es mir schmecken und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr es gerne bewerten oder gerne meinen Kanal abonnieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.